Hallo aus Quickborn, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie und heute geht es auf große Reise. Ich will heute einen Koffer basteln und zwar mit dem Set Welt der Abenteuer. Was eignet sich besser als dieses Set? Total toll, es sind wunderschöne Papiere, es gibt ganz viel noch dazu. Hier ist zum Beispiel das Stempelset hier mit dem Globus und ich habe es schon mal gezeigt. Also richtig, richtig toll. Also das Papier muss man, wie bei allen Sachen finde ich immer, muss man unbedingt gesehen haben. Es ist wirklich ganz, ganz wunderschön. Und ja, enthalten sind diese Farben hier. Das Waldmoos, Schwarz, Abendblau, Hummelgelb, Zimtbraun, Espresso, Savanne und Weiß, Flüsterweiß. Und das sind hier die Stanzteile, die es gibt. Also wirklich ein wunderschönes Set. Ja, was brauche ich heute? Einmal benötige ich Metallic Papier, also eigentlich gehört da Messing zu, aber ich verwende heute das Champagner. Das finde ich auch ganz toll. Und ich habe mir diesen Bogen hier ausgesucht. Ich finde, dazu passt das Champagner richtig, richtig gut. Und ich will jetzt einen Koffer mit Himbeerrot machen. Ist ja eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Und ich finde, diese drei Sachen passen wunderbar zusammen. Und wie sieht der Koffer nachher aus? Ich habe natürlich schon einen Koffer fertig. Und ja, so sieht mein jetziger Koffer aus. Richtig schön. Also dieses Papier ist wirklich wunderschön. Es gibt dazu so Accessoires, so Schiebeelemente, also sowas wie hier. Aber für meinen Koffer ist das ein bisschen zu klein. Ich zeige mal, wie das aussieht. Also da sind so Ecken, die man hier zum Beispiel so ransetzen kann. Und ich zeige mal die Schiebeelemente dazu, halt so, um das so zu verschließen. Wie gesagt, für meinen Koffer sind die ein bisschen zu klein. Und darum verwende ich dazu, vielleicht ahnst du es schon, die Formen aus dem Set so stilvoll. Und zwar sind die hier und die sind ein bisschen größer, also hier diese Größe. Und ich finde, es passt ein bisschen besser in diesem Fall. Von daher habe ich mich dafür entschieden. So, und dann geht es auch schon los. Und mein Koffer ist relativ stabil, denn ich verwende dafür schon eine fertige Verpackung und zwar unsere neue Paper Pumpkin Mini, wie heißt sie? Mini Schachtel. Paper Pumpkin Mini Schachtel, ja. Und die ist von innen zum Beispiel so beschichtet. Es ist Lebensmittel geeignet, also du kannst auch Kekse oder irgendwas reingeben. Ich würde das halt immer lieber in eine Tüte noch packen, aber du kannst es halt auch so da reinpacken. Wir wollen ja alle ein bisschen Verpackung sparen. So, und diese kleine Box wird jetzt einfach geknickt. Und fertig ist sie. Also du siehst, geht wirklich schnell. Ja, und die will ich doch heute so ein bisschen weiterverwenden. Dafür benötige ich natürlich meinen Papierschneider und ich starte mit dem Himbeerrot. Und fange an und beklebe mir hier rundherum die, die schmalen Teile, so dass es nicht mehr weiß ist, sondern in Himbeerrot. Und dafür benötige ich jetzt jeweils zwei verschieden große Streifen und die sind aber jeweils ein Inch. Also ein Inch sind etwa 2,5 cm. Und ich mache das mal so rum. Genau.
Dafür ist es super, wenn du einen Papierschneider hast, der auch eine Inch-Einteilung hat. Und unser hat das natürlich. Den kannst du in Zentimeter oder auch in Inch verwenden. So, ich brauche jetzt einen Inch und 14,6 Zentimeter, also 5,3 Viertel ist das. Also hier wäre 5, 1, 2, 3, das sind etwa 14,6 Zentimeter. Und davon brauche ich zwei. Und das sind hier die langen Teile. Also das kommt jetzt hier und hier drauf. Und für die kurzen Teile brauche ich wieder einen Inch oder etwa 2,5 Zentimeter. Und drei Viertel oder circa 9,5 Zentimeter. Das kommt fast hin. Und da auch zwei. So, und die kommen hier jeweils hin. Du könntest auch noch hier drin zum Beispiel einen Streifen geben. Das finde ich auch ganz gut. Dann ist das hier auch schön abgeschlossen. Ja, das habe ich gemacht. Also rundherum beklebt. Wenn es dich stört, dass man hier das Weiße sieht, dann musst du das Ganze vorher ein bisschen bearbeiten. Und zwar habe ich das bei dem hier gemacht. Ich habe hier Magnete zum Verschließen genommen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. So, mal gucken. Ja, hier kann man es so ein bisschen sehen. Ich habe die kleinen Fingerschwämme genommen und habe rundherum das Ganze ein bisschen geinkt, also mit dem Espresso so ein bisschen, ja, ich sag mal, eingeschmiert. Hier sieht man es auch noch mal so ein bisschen, so dass man die weißen Stellen nicht so sieht. Bei dem zweiten Teil wollte ich es einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich das nicht mache, weil das kann ja auch ein Koffer sein, der jetzt gerade so weiße Ränder hat. So, wie ich das andere gemacht habe, zeige ich dir später. Wir gehen jetzt erstmal weiter, denn jetzt müssen hier diese beiden Seiten ja beklebt werden. Und dafür nehme ich hier dieses tolle Designerpapier. Ich schneide mir jetzt zwei Teile zurecht. Und ja, da musst du mal gucken, was dir da jetzt so besonders gut gefällt. Ich mache das jetzt mal hier oben. Also wir brauchen dann eine schmale Seite. Die ist 3,78. Das entspricht etwa, ich muss mal hier mal gucken, 3,78. Also das Inch gehen ja immer, sind ja immer 8 Teile. Also 7/8, das müsste hier sein. Das ist ja kurz vor 10. 9,8 würde ich mal so sagen. Und in der Breite brauchen wir 5 3 Viertel. Also das ist hier 5. Und 3 Viertel wäre jetzt hier. Das ist dann etwa 14,5 Zentimeter. Ich schreibe aber natürlich alle Maße wieder in den Blogbeitrag. Also 15 3 Viertel, legen wir es mal drauf. Ja, supi, passt auch. Und das zweite auch. So, und auch das habe ich jetzt fertig. Und jetzt geht es an die Dekoration. Dafür nehme ich natürlich hier wieder meinen Papierschneider. Und jetzt brauche ich ja diese Koffergurte, zwei Stück. Da benötige ich einen A4-Bogen der Länge nach und da nehme ich jetzt in Zentimetern, also 1 Zentimeter in der Breite. Und für den Griff benötige ich mal wieder Inch, weil ich mir dazu auch was ausgedacht habe. Und zwar sind das 3 Viertel. Das ist nicht ganz 2 Zentimeter, also 1,89 etwa so.
und so circa 15 cm. So, und ich nehme jetzt hier unsere Fähnchenstanze hier, unsere neue, und das ist so das mittlere, und stanze es jetzt von beiden Seiten. So habe ich doch einen ganz tollen Griff, finde ich. Man kann auch die andere nehmen, aber die hier ist ein bisschen verschnörkelter. So, und dann lege ich das hier auf so etwa 2 cm an und falze es nochmal von beiden Seiten. Dann ist das auch gleichmäßig. So, das kann geknickt werden. Und jetzt brauche ich nochmal ein Falzbein und ziehe jetzt hier meinen Griff so ein bisschen rüber. Und das Teil kommt dann hier so oben drauf. Ich zeige mal jetzt die eine Seite. Das ist jetzt hier auch schön verziert. Also du kannst es so machen. Du kannst natürlich auch einen ganz anderen Griff dran machen. Also so finde ich das ganz witzig. So, die kommen natürlich auch hier mit ran. Da musst du gucken, ob die jetzt über das Teil sollen oder unter das Teil. Das liegt auch ein bisschen daran, wie du, also über oder unter den Griff, wie du die Öffnung machst. Wenn du jetzt, ich zeige dir das mal, diese Öffnung hier zu dir nach vorne hast und hast den Griff da drauf, dann kannst du die auch da drunter geben. Hast du das aber andersrum, dann musst du die entweder an die Seite geben oder oben drauf. Also an die Seite finde ich das schöner, so habe ich das hier auch gemacht. Weil sonst kannst du es ja nicht öffnen, sonst stoppt das. Ich mache das jetzt bei diesem Mal so, dass ich das da drunter gebe und diese Öffnung also so hier nach vorne mache. Das ist dann andersrum als bei meiner ersten Box. Und zwar hat das einen Grund. Ich möchte nämlich noch Ecken machen. Und das geht natürlich super mit unseren Kreisen, entweder mit einer Kreisstanze oder falls du die Stanzform hast, geht das natürlich auch. Also ich habe jetzt hier die 2-Inch-Stanze und entweder legst du dir das hier so hin, dass es auf 1 Inch jetzt kommt. So müsste das ja eigentlich mittig sein. Gehe ich mal von aus. Das kommt drüber und jetzt schneide ich das mal. Ich hoffe, es ist gleichmäßig. Ja, sieht gut aus. Und jetzt könnte ich das eigentlich noch mal, wenn ich das so hinkriege hier, jeweils auf 1 Inch anlegen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger hier. Da geht es, genau. Und jetzt kann ich es noch mal teilen. So, und jetzt hätte ich hier meine Ecken. Die sehen noch cool aus, oder? Ich finde das so mit dem Himbeerrot so schön. So, und da brauche ich jetzt insgesamt 8 Stück. Du kannst sie auch noch kleiner machen, aber ich glaube, das ist jetzt so die richtige Größe dafür. Das mache ich doch jetzt mal. Ja, und jetzt werden meine Ecken einfach aufgeklebt. So, meine Streifen, die sollen ja jetzt hier so rüber. Und die sollen natürlich hier die Ecken, die ich jetzt ja alle angeklebt habe, nicht verdecken. Ecken nicht verdecken. So, von daher darfst du sie nicht überall festkleben. Ich verwende zum Festkleben das Doppelklebeband. Und es soll etwa so sein. Das heißt also, ich klebe es nur hinten fest und hier unten. Und ich kann es hier oben noch mit festkleben. Und also dieses Stück nicht, weil das brauche ich dann zum Öffnen. Ja, das heißt also, ich habe mir das jetzt hier schon so vorgeknickt. Ich kann mir jetzt mein Doppelklebeband schon hier aufkleben. So. Mein Streifen ist ja 1 cm und das Doppelklebeband ist 0,8, also das passt super.
Und jetzt muss ich es nur noch gerade drauf kriegen. Also ich starte jetzt hier vorne. Also so soll das etwa, ja, ich glaube, so ist es gut. So in etwa soll das jetzt sein. Ich hoffe, es ist jetzt so einigermaßen gerade. So, und so kann ich das jetzt noch gut öffnen. Und hier kommt gleich die Schnalle dran und dann verschließe ich das Ganze wieder mit einem Magnet. Und das Gleiche mache ich jetzt auch hier mit. So, wer sich das, wer da sehr genau ist und der misst es am besten aus, dann klappt das wunderbar. Ich mache das ja gerne einfach so, freie Schnauze. Gut, und das kann jetzt hier so drüber. Ich finde es schon total süß. Das klebe ich hier auch schon mal an. Dann nehme ich wieder den Flüssigkleber, aber mach das so, wie du das gerne möchtest. Ich arbeite nun mal sehr gerne damit und der klebt auch sehr gut. Und ich kann es immer noch mal ganz kurz so ein bisschen verschieben. Das ist mir auch immer ganz wichtig. So, wie gesagt, das soll jetzt hier so drauf. Und da auch. Ja, und jetzt kommen die kleinen Verschlüsse. Dann kann das mal in Ruhe hier trocknen. Dafür brauche ich einmal das hier. Das sind gleich zwei Stück. Ich brauche eine Stanzmaschine und in diesem Fall ein Stück von dem Metallic Papier Champagner. So, und dann, da ist schon einer. Und da ist der zweite. So, dann schließe ich das Ganze mal wieder. So, dann kommen jetzt die Magnete da dran. Da kann ich ruhig die etwas größeren nehmen, weil das passt genau. Und dann hält auch gleich dieser kleine Verschluss. Den brauche ich dann gar nicht festkleben, sondern das klebt dann gleich so alles schön zusammen. Gut festdrücken. So, dann ziehe ich jeweils die Schutzschicht ab, gebe ich das rüber, drücke. Das mache ich jetzt hier auch. Drücke es ein bisschen fest und schiebe das jetzt weg. Weil die sind jetzt noch nicht so hundertprozentig. Die muss ich noch mal ein bisschen festdrücken. So, aufmachen. Und jetzt schön festdrücken. So. Das kannst du hier auch alles schön öffnen. Wunderbar. Und zum Schließen. Jetzt einfach diese Ecken hier rein. So, und die gehen schon ganz von alleine dahin, wo sie hinwollen. So, und jetzt will ich noch mit meiner großen Lochzange hier zwei Punkte stanzen. Du kannst vielleicht auch deinen Locher nehmen, musst du mal gucken. Wir haben die nicht mehr im Programm. So, kommt gleich alles mit raus. Und das kann ich jetzt noch wunderbar hier so wie so ein wie so eine Niete mit drauf geben. Vielleicht kann ich da auch noch irgendwie einfach einen Schlitz reinmachen. Ist das auch noch total süß. Also ich glaube, das ist noch ganz witzig. Ist das süß? Ist doch eine total süße kleine Box. Und da passt auch gut was rein. Also die ist jetzt insgesamt groß, circa 15 mal 10 cm. Also das ist schon ganz gut und fast 2 mm hier in der Höhe. Also ich finde, es ist gelungen und also mich stört es jetzt nicht, dass das Weiß so ein bisschen durchguckt. Aber wie gesagt, sonst probierst du das einfach, dass du das inkst und dann ist das auch weg. Hier kann man jetzt zum Beispiel noch, es gibt ja so tolle Stanzformen dazu. Ich hatte die ja eben schon gezeigt. Also ich hatte das ausprobiert mit
mit dem Embossing-Pulver, aber wir haben es ja nur in Gold. Und jetzt habe ich hier das Messing einfach ausgestanzt und auf Espresso geklebt. Und schon hast du da auch wieder eine ganz tolle Deko mit drauf. Oder hier noch so ein kleines Schild damit ranhängen. Das ist auch aus dem Stempelset hier. Glückwunsch und alles Gute zum Neuanfang zum Beispiel. Oder die Welt ist nicht perfekt. Aber dank dir viel schöner. Also da kann man natürlich wieder ganz, ganz toll spielen. Und ich finde, das ist doch eine super schöne Verpackung. Und du hast gesehen, das geht auch recht schnell. Und sie ist schön stabil. Ja, wenn du Lust hast, das nachzumachen, ja, einfach mal ausprobieren. Alle Produkte kannst du natürlich bei mir bestellen, solange der Vorrat reicht. Und die ganzen Maße und Produktinfos, die schreibe ich natürlich wieder in den Blogbeitrag. Und das war's aus Quickborn. Ich sage tschüss.